Es wird eine Geschichte sein und eine Zeit, an die ich mich immer zurückerinnern werde. Persönlich ist es eine sehr große Chance, weil man einfach über sich selber viel lernt. Man hat die Chance, über sich selbst hinauszuwachsen, und das ist großartig. Die World Solar Challenge ist eine Challenge, wo man sein eigenes Solarauto bauen muss und 3022 Kilometer von Darwin nach Adelaide durchs Outback fahren muss. Einmal quer durch Australien. Die Faszination der World Solar Challenge ist für uns einmal diese Riesenherausforderung. Wir wollen heute schon zeigen, dass man ein Auto bauen kann, was komplett klimaneutral 3000 Kilometer zurücklegen kann. Der Antrieb von unserem Solarauto ist wirklich ganz einfach nur die Sonne. Unser Team besteht aus 40 Leuten und die Entwicklung des Sonnenwagens hat ungefähr 2 Jahre gedauert. Also ganz am Anfang haben wir noch nicht so selbst geglaubt, dass wir das wirklich hinkriegen können. Andere Leute haben uns gesagt, dass wir es nicht schaffen in der Zeit, dass man wesentlich mehr braucht, um so ein Fahrzeug von 0 auf 100 zu bauen. Aber wir haben einfach alle weitergemacht. Was uns ausmacht, ist, dass wir bei vielen Problemen Durchhaltevermögen gezeigt haben und gezeigt, dass man, wenn man wirklich konsistent an der Sache dranbleibt, Großes erreichen kann. Wir haben das alles komplett selbst entwickelt und deswegen hängt natürlich ganz, ganz viel Herzblut darin. Das ganze Team besteht eigentlich nur aus Menschen, die mit Leidenschaft bei ihrer Sache dabei sind und genau für das, was sie jetzt im Team gemacht haben, einfach brennen. Wir nehmen mit aus dem Rennen hier, dass wir alles schaffen können, wenn wir möchten, dass wir uns Ziele setzen und Ziele erreichen können. Dass wir Dinge auf die Beine stellen können, die im ersten Moment vielleicht surreal erscheinen, aber dass wir trotzdem als Team Dinge bewegen können, die man alleine niemals schaffen kann. Jetzt sind wir hier mit unserem eigenen Solarrennauto und haben einen Kontinent mit Solarenergie durchquert. So ein Projekt wäre niemals möglich gewesen ohne unsere Partner. Dafür sind wir unglaublich dankbar, dass sie uns auf diesem Weg in den letzten 2 Jahren unterstützt haben.